Milburn Smith und die Rentnergang leben in einer Stadt, die geheimnisvollen Wanderungsbewegungen unterworfen ist. Sie verändert sich ständig. Denn Quartzsite besteht nicht aus Häusern, sondern aus mobilen Unterkünften wie Wohnmobilen und Caravans. Gewissermaßen der größte Campingplatz der Welt, gelegen im Nirgendwo zwischen Phoenix und Los Angeles am Highway Nummer 10. Im Sommer beherbergt der Wüstenflecken kaum mehr als 800 Menschen. Im Winter dagegen ist Hochsaison und dieser Februar sprengt alle Rekorde. Derzeit 1,2 Millionen Bewohner, Durchschnittsalter 72. Sie kommen auf 4, 6 oder 8 Rädern, auf der Flucht vor dem Winter, der Einsamkeit und dem Finanzamt. Es ist einfach unwirklich. Ich erlebe das jetzt seit 5 Jahren und jedes Mal sage ich zu mir, es ist alles nicht wahr. Diese Leute, die einen Ort wie Quartzsite besuchen, hier gibt es doch nur ein paar Raststätten, meine ich jedenfalls. Aber dann schießen die Leute jeden Winter wieder wie Pilze aus dem Boden. Ein fideler Rentnerclub namens Wüstenstreuner hat sich seit 3 Wochen in Quartzsite niedergelassen. Sie kommen aus dem Norden, wo jetzt Schnee liegt und Minustemperaturen herrschen. Und auch sonst gibt es keinen Grund, zu Hause herumzusitzen. Wir fahren das ganze Jahr herum. Ein Boot an der Küste haben wir auch. Wollen Sie mein Haus haben? Ich würde es glatt verkaufen. Wir wollen frei sein und reisen, wenn wir Lust dazu haben. 10 Monate im Jahr sind wir unterwegs. Don Jones ist schon einen Schritt weiter. Er hat vor 8 Jahren das Eigenheim in Oregon gegen einen Wohnwagen eingetauscht. Seither ist er ständig auf Achse, die Gattin und einen PKW im Schlepptau. Das hier ist noch ein echter Wohnwagen. Der hat keinen eigenen Motor. Da hinten ist das Schlafzimmer, hier die Küche und wir stehen im Wohnzimmer. Das ist der Herd, die Spüle, die Mikrowelle. Hier der Kühlschrank, Fernseher. Mehr braucht man nicht. Eine kleine radikale Minderheit ist hier hängen geblieben, wohl für immer. Letzter Parkplatz Quartzsite auch für Martha Butler. Zu alt zum Arbeiten, zu jung zum Sterben. Unsere Kinder haben uns so einen Aufkleber fürs Auto geschenkt, wo das drauf stand. Wir mögen das. Die Wartezeit bis zur letzten Reise schlagen die Snowbirds in Quartzsite so gut tot, wie es eben geht. Nachmittags lädt der Senior Citizens Club zum Tanz. Eine Rentnerband spielt auf im munteren Dreivierteltakt. Für eventuelle altersbedingte Ausfälle lehnt der Veranstalter vorsichtshalber jede Haftung ab. Einem dezenten Hinweis an der Wand zufolge wird das Tanzbein hier auf eigenes Risiko geschwungen. Nebenan verfällt man derweil kollektiv dem Glücksspiel. Bingo. Ein frisch gebackener Pensionär fühlt sich unterfordert. Wir sind zum ersten Mal hier. Ich bin noch nicht lange in Rente. Mutti ist erst 47. Ich schicke sie bald wieder arbeiten. Gefällt es Ihnen hier? Kommt drauf an. Nach 2 Monaten wird einem die Zeit doch etwas lang. Der Rundflug mit den fliegenden Kisten Marke Eigenbau ist das Aufregendste, was hier bei Tageslicht zu haben ist. Vor allem die Punktlandung mit den motorisierten Fallschirmen beschert den rastlosen Rentnern den erwünschten Nervenkitzel. Flugzeugingenieur AD Milburn Smith zieht die Bilanz eines ganz gewöhnlichen Flugtages. Die Jungs sind dauernd in der Luft. Sie fliegen die ganze Zeit wild durch die Gegend. Man muss ganz schön aufpassen, aber alle haben ihren Spaß dabei. Jesus People aus Alaska haben in Quartzsite ihr Missionszelt aufgeschlagen. Gospelrhythmen bringen die Jünger im pensionsberechtigten Alter mächtig auf Touren, zur Einstimmung auf die nachfolgende Predigt. Ein gewisser Bruder Joe Ferguson äußert Bedenkenswertes über die Irrwege der gottlosen Politik. In den USA geht es heute genauso zu wie in Deutschland, kurz bevor Hitler kam. Wir reisen orientierungslos herum. Alles verändert sich ständig. Das Geld verliert seinen Wert. Der Präsident und das ganze Kabinett verhökern das Land wie im Ausverkauf. Das muss zum Zusammenbruch führen. Das lassen sich einige Gläubige nicht zweimal sagen und gehen gleich freiwillig zu Boden.
Bleibende Schäden durch das Wirken des Wanderpredigers sind zumindest nicht auszuschließen. In warmen Winternächten hört man manchmal den Kojoten heulen in Quartzsite, Arizona. Es könnte aber auch nur der Hund sein aus dem Wohnwagen nebenan.